Hey Logan, wo sind wir denn hier gelandet? Das sieht ja aus, als ob wir, was weiß ich, am Ende der Welt sind. Voila, das ist bestimmt nur ein Traum. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Movie Review. Ja, ich weiß, der Movie Review kommt ein wenig spät, aber besser spät als nie. Wir untersuchen heute den Film Dora und die goldene Stadt. Ja, ich habe ja schon im Infovideo gesagt, dass ich das machen werde. Und bevor wir richtig loslegen, Spoiler-Alarm. Wir werden mit Spoilern, werden wir jetzt Sachen hier uns unterhalten. Okay, fangen wir erstmal an mit den Erwartungen vor dem Film oder vom Trailer. Wir sind skeptisch gewesen, ob es wie die Kinderserie sein würde und ob es nur für Kinder gemacht wäre. Wir waren gespannt darauf, wer der Freund der Eltern ist und was Diego für eine Rolle spielen wird. Ja. Dann geht's jetzt weiter. Jetzt bin ich mal dran. Okay. Erwartungen während des Kinobesuches. Stehe ich mal lieber auf, ne? Mach doch. Das ist mir egal. Wir waren aufgeregt und gespannt, was als nächstes passieren wird. Unsere Fragen, die wir vorher hatten, haben sich geklärt und es hat allein reingepasst. Das habe ich zwar falsch gelesen, aber ich wiederhole es nochmal. Von mir aus. Auch nicht schlecht. Unsere Fragen, die wir vorher hatten, haben sich geklärt und es hat alles reingepasst. Ey, was machst du mit mir? Gehst du weg von mir? Lies weiter. Ich mich durch den Dreck. Ja, ich will da nicht so. Mach das jetzt! Ich will danach frei noch. Guck, ich lass dich auch in Ruhe! Ich will danach noch frei leben. Ey, ich hab ne Schlange hier! Was für eine Schlange? Das war mein Okay. Erwartungen nach dem Film. Es war sehr spannend, dramatisch, einfallsreich, lustig und hat sich gelohnt anzusehen. Der Film ist als Zeichentrickserie passend übertragen worden. Ja. Der Film ist als Zeichentrickserie passend übertragen wurde. Wo denn? Oh. Egal. Danke, dass Kritik. Du schick. Ich will jetzt kaufen. Kritiker empfehlen den Film zu 84% und Kinobesucher finden den Film zu 88% gut. Und wir sind die 2%. Einer. Also, der Film war halt schon gut. Den kann man sich schon reinziehen, aber... Reinziehen, ja. So schön. Ja, ich würde jetzt nicht zum Geburtstag irgendwie... Okay, Verbesserung. Swiper der Fuchs ist nur ein paar Szenen eingebaut worden und sein Charakter ist kaum zu... Ich kann auch nicht... Swiper der Fuchs nur ein paar Szenen eingebaut worden und sein Charakter ist von Geld gekommen. Gut, mach mal die Musik bitte leiser! Hält her, Rauchen! Nein, mach nicht leiser! Gut, hatte in mehreren Szenen sprechen sollen. Ja, also dazu würde ich noch sagen, Swiper der Fuchs, den habe ich halt schon immer gefeiert. Swiper, nicht klar. Der kam halt wirklich. Der kam zwei, drei. Ja, viel zu wenig. Der kam halt zu wenig und da kam auch zu wenig Swiper, nicht klauen vor. Und halt der Affe, der war halt in der Serie, hat er richtig viel gesprochen. Jo. Und jetzt hat er war halt nur ein Affe und er konnte halt nicht reden und hat da einmal geredet. Und was ich auch noch lustig fand, war halt Dora als die
als sie so einen Frosch, also einen hübschen Frosch gesehen hat. Und dann hat sie dem Namen gesagt, das ist so eine Art von Fröschen. Könnt ihr die Art von Fröschen sagen? Los, sagt es mit mir! Ja, das war auch. Ja, das war schon ganz nice. Aber jetzt wird euch Hamatorix den Rest erklären. Erklären, ja, gut. Erzählen, meinst du? Nach einer kleinen Werbepause sind wir hier. Nein! Ach, egal. Ich mache jetzt weiter. Also, was gut war, die Action-Szenen sind großartig gemacht. Der Humor war gut übertragen. Es war cool, dass Boots für einen Moment geredet hat, auch wenn es nur eine Halluzination von Dora war. Dass Dora, Diego, Sammy, Randy und Alejandro Cartoon-Figuren wurden, als sie durch das Turmfeld gingen, wo Gift rausgekommen ist, wenn man es berührt hat. Und außerdem, dass es nicht nur für Kinder sein sollte, sondern auch für Erwachsene, also dass das ein Familienfilm ist. Es war witzig, dass der Vater von Dora ihr erklärt hat, was Graves bedeutet. Und wie er es erklärt hat, es war auch witzig, wie ihr Rucksack vor der Highschool kontrolliert wurde und wie darauf reagiert wird. Interessant ist es, wie sie in der Großstadt und der Highschool aufgenommen wird und wie sie darauf reagiert. Dass der Film die Sprache Spanisch aufnimmt statt Englisch. Weil es war ja immer so, in der Zeichentrickserie war es ja nicht Spanisch, sondern haben alles auf Englisch gesagt und hier haben sie Spanisch genommen. Weil im Englischen war es Englisch und Spanisch, im Deutschen war es Deutsch und Englisch. Und jetzt haben sie Deutsch und Spanisch genommen. Finde ich eigentlich auch besser so. Ja, also, wie gesagt, den Film empfehle ich auf jeden Fall. Der ist... Soll ich kaufen oder nicht? Kannst du doch gar nicht. Guck doch auf deine Münzenzahl. Ich würde es ja gern kaufen, aber ich habe kein Geld. Also, ich empfehle den Film sehr doll. Der hatte sehr viele witzige Szenen, hatte auch dramatische Szenen, Action-Szenen. Wie gesagt, ich hätte echt gern das mehr gehabt, dass Swiper der Fuchs in viel mehr Szenen eingebaut wird. Hätte, das wäre, also wenn da mehr davon gewesen wäre, weil das war ja schon in der Serie sehr lustig. Und außerdem war das ja auch so, dass der Boots, wie gesagt, in der Zeichentrickserie, so wie Logan gesagt hat, der ist ja immer, hat ja immer geredet. Es war immer so, dass er geredet hat und jetzt hat er noch für ein paar Szenen geredet. Ich glaube, das war so irgendwie so der Erzähler oder so, keine Ahnung. Das war so eine ganz eigenartige Stimme, aber auch coole Stimme zugleich. Ja. Also, ja. Willst du noch mal was dazu sagen, Logan? Fällt dir noch was ein zu dem Film? Ja, also am Ende, da fragen ja die Eltern Dora, ob sie mit auf die Reise kommt, was Neues entdecken. Dann hat sie halt gesagt, dass, also da kommt auch wieder vor, dass da merkt man, dass es Komödienfilm ist. Da haben halt die Eltern haben halt die gefragt, ob die halt mitkommen möchte und dann hat sie sagt, nein, ich bleib lieber bei der Schule und studiere die Kultur der Schule oder der Stadt. Ja, ja, ja. Und dann, weil die nicht mitgekommen ist, hat sie gesagt, ja, okay, das verstehen wir. Und dann, hey, das ist überfahren. Dann haben die Eltern halt angefangen zu weinen. Ja, ja. Und das fand ich auch. Und kleine... Alter, ich komme hier nicht raus! Und ein kleiner Tipp, falls ihr im Kino seid und euch den Film anguckt, oder zu Hause, dann essen immer dazu Nachos mit Käse. Warum sollten die das tun? Die können ja auch selber entscheiden, Logan. Logan, das Beste. Aber die können es auch selber entscheiden. Das Beste für die Kinder. Was machst du? Hä? Ich weiß es nicht. Was? Jo. Okay, dann machen wir jetzt Bonus-Level. Jo. ihr seid live mit dabei. Aber wir sind weiter bei den Filmen sprechen, weil ich schon Jo.
falls ihr fragt, ja, wir werden irgendwann in der Zukunft Leben der Jones fallen, natürlich auch 100% machen, weil der Logan dazu Lust hat. Also. Alter. Nein, eine Million. Was meinst du zu der Szene, wo die da in diesem Treibsand waren, und, wo dann die ganzen Geräusche waren? Weißt du, als ob man, was war das? Was Sprecher, also diese Carbonara, nicht Carbonara. Was er gesagt hat. Chili con Carne, das war's. Weißt du noch, erinnert dich? Ja. Wie fandest du die Szene denn eigentlich? Chili con Carne, ja, das war's. Ist halt lustig. Was soll ich denn dazu sagen? Nein, ja, also fandest du die lustig? Denn? Fandest du die als Dora gepasst oder eher nicht so? Ja, der ist gut. Das waren die Geräusche, als man sich bewegt hat. Weißt schon. Aber es war halt lustig. Ich fand auch lustig, aber ich fand auch ein bisschen komisch, dass ich nicht so richtig so war gefahren, wenn ich vielleicht nicht direkt schwer jetzt erwartet sowas nicht. Also ich glaube mit dem Wow, Backflip, nein. Das kommt nicht her. Nee, okay. Wow, hey! Was willst du? Ey, was kann ich denn da? Ich geb dir gleich! Lass mich in Ruhe, gleich über so nachnehmen. Hallo. So, warte. Weiter. Aha. Achso, und dieser Alejandro, gell? Der böse gearbeitet hat. Und am Ende wurde der dann festgenommen, erinnert sich nicht noch? Jo. Das heißt eigentlich die goldene Stadt, aber keine Ahnung, wenn du willst. Oh, was hast du die ganzen Münzen geholt? Okay. Guck mal, was hier oben ist, Alter. Empfiehlst du den Film? Ja. Also, ich kann ihn weiter empfehlen. Der ist doch nicht so krass, dass ich den so gleich angucke hintereinander. Aber kann man sich auch gut mit der Familie reinziehen. Unbedingt mit der Familie. Und was findest du besser, die Kinderserie oder den Film? Die Kinderserie ist halt schon lustig, aber Film ist einfach besser. Ja, das ist richtig. Also es gibt Sachen, die haben, also da hat der Film das besser gemacht. Und, kann man hier springen? Ja, ich weiß nicht, ob man mit dem Auto springen kann, aber ich weiß nicht, ob man springen kann. Oh, ich hab's geschafft, hab's gesehen. Aber ich finde die Serie ist halt eben eher so für Kinder, außer es wird nur lustige Szenen. Und der Film ist halt für die ganze Familie, aber es gibt Sachen wie Puts und so weiter, das hat die Serie besser gemacht. Und das mit Action rein, das hat der Film besser gemacht, richtig? Okay, ja. Was können wir denn noch zu dem Film sagen? Achso, und ich fand's auch cool, dass das wow, das war ja krass. Ich fand das cool, dass ja, ich habe schon erzählt, dass ich das mit der Highschool cool finde, dass sie das überhaupt reingepackt haben. Das war ja so cool, aber was ich auch cool fand, dass auch Highschool-Kinder da übertreib halt. Wenn, dann sammeln noch ein bisschen mehr als eine Million. Bitte. Ja, aber ich fand's auch cool, dass halt eben, dass die Schulkinder dort, dass die, oh ja, der war auch lustig. Aber ich fand's auch cool, dass halt eben Mitschüler halt mit Doras Abenteuer mitmachen. Nicht nur Diego und Dora.
Findest du doch auch. Ja, das stimmt. Die wurden ja in dem Museum entführt, gell? Wen hast du da noch? Wow, 5 Minuten, 36 Sekunden, 73 Millisekunden. Alles. Ja, 5 Wünsche. Du hast vollendet. Harald schreckt. Nee, hab ich nicht. Ja, ich bin nicht so besonders. Also, was soll ich noch groß sagen? Guckt euch den Film an, also kauft ihn euch als 27,2%. Und ja, ich weiß nicht, was ich noch sagen soll. Also beenden wir das mal bald, oder? Oder ich noch irgendwas sagen? Weiß ich doch nicht. Ich sehe nur Traveler's Tales. TT Games. Den Movie Review. Den Part vom Movie Review Dora. Und die goldene Stadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr schreibt einfach eure Meinung zu Dora und die goldene Stadt von dem Film einfach hin. Und ja,
was soll ich noch sagen? Bis zum nächsten Movie Review und dann. Ja, hab noch einen schönen Tag. Ich will keine Familie, ich will nur eine Nintendo Switch.